bin Andreas Krüger von der Crossing Yachting und wir veranstalten heute die erste Barracuda-Tour Deutschlands. Zwischen Rügen und Usedom gibt es halt die größte Boddengewässerfläche in Deutschland und die größte Ausdehnungsfläche für Raubfische, die halt im Brackwasser gerne ihr Unwesen treiben. Bei uns im Peenestrom ist der Zander der Beuteraubfisch Nummer 1 und deswegen haben wir uns jetzt nur auf den Zander konzentriert. Wir haben jetzt eine ganz einfache Bewertung gehabt. Pro Angler werden 2 Fische in die Wertung gebracht und wer die beiden Fische hat mit der größten Gesamtpunktzahl, wird halt diesen Cup gewinnen und nächstes Jahr mit in Frankreich bei der Beneteau-Tour sein. Die Barracuda ist generell als Allrounder einsetzbar, aber im Vordergrund steht natürlich die Ostsee und die großen Boddengewässer. Das Schöne an den Booten ist, dass sie relativ leicht sind, also im Verbrauch ziemlich günstig und den perfekten Platzbedarf für den Angler bieten. Wir fahren das Schiff jetzt seit 2 Jahren, sind fast täglich auf dem Wasser und haben auch bei schwerer See noch nie wirklich Probleme gehabt mit dem Schiff. Als Angelboot eins der besten, die es bis jetzt so zu kaufen gibt.